Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Irena und hier ist die Tagesbotschaft für euch. Ihr wisst schon, die ist zeitlos. Das heißt, genau jetzt, genau in dem Moment, wann du dieses Video gefunden hast, gilt das. Die erste und die zweite Stapel, bitte intuitiv wähle dein Stapel und wir werden schauen, was genau jetzt in deinem Leben passiert. Das heißt, das sind nicht ganz alltägliche Dinge. Das ist genau in dem Moment, was dich am meisten beschäftigt vielleicht. Zu viel beschäftigt vielleicht, merkst du nicht, dass es sehr wichtig in deinem Leben ist und die Karten werden dir jetzt dich hinweisen und Rat geben. So, erste und die zweite Stapel. Und wir werden schauen, was genau heute ist. So, meine Lieben, ich hoffe, euch allen geht's gut. So, ja, muss ich sagen, leider, ich habe gestern von einer russischen Frau Video gesehen, wie sie bekommt so viele Kommentare und die Leute sagen, wann sagst du endlich, wann kommt ein guter Mann oder sowas. Das hängt nicht von mir, das hängt nicht von den Karten. Karten zeigen nur das, was ist. Wenn gute Männer kommen, dann zeigen das Karten. Das hängt nicht von mir genauso. Die Karten zeigen das, was ist gebraucht im Moment, was ist wichtig im Moment. Und zum Beispiel, was ich sehe hier, wortwörtlich, geplatzte Träume, Wünsche, die gebrochenes Herz, Schmerz, Einsamkeit. Was sehe ich hier noch? Mensch hat sich abgegrenzt, abgeschlossen von anderen, weil ist etwas schiefgegangen. Was sehe ich? Was kann ich hier von diesen Karten zum Beispiel hier sehen? Zum Beispiel. Weil bei jedem wird sich anders abspielen. Bei manchen, du hast Hoffnungen gemacht, dass dein Partner oder etwas, du hast die Wünsche, Träume gehabt und so und plötzlich platzt das alles. Ist nicht so, wie du dir gedacht hast, nicht so passiert, wie du dir gewünscht hast. Wie sagt man? Unsere Fantasie spielt manchmal zu viel, zu schön, zu rosa-rote Brille haben wir an später Enttäuschung. Das heißt, wir müssen uns nicht bewundern für etwas, weil wenn du zum Beispiel triffst einen Mann, weil hier könnte auch ein Mann sein. Wenn du einen Mann triffst und du siehst nicht hinter seine Fassade, das heißt, du lässt dir Zeit nicht, du zu schnell reagierst, wow, du bist verliebt und so weiter und so weiter. Und dann platzen deine Erwartungen, deine Wünsche und Träume. Und das ist das jetzt gerade Situation. Die Details davon, wurde von deinem Kuchen, jemand wurde etwas abgebissen, von deinem Reichtum, das spielt hier keine Rolle, weil Liebe ist genauso Reichtum wie materielle Dinge. Hier ist so, dass wurde abgebissen, wurde abgeknabbert, aber du hast einen ganz treuen Freund und das bist du. Bei anderen wird es vielleicht sich abspielen, dass du hast einen treuen Begleiter, vielleicht hast du eine gute Freundin oder Freund, vielleicht hast du doch einen Herzensmensch, der neben dir trotzdem steht dir bei. Aber an erster Stelle, dein treuer Freund bist du dir selbst. Darum bleib dir treu, immer. Und zum Beispiel, was raten dir die Karten? Diese Zeit, diese Wartezeit, diese Zeit, was du jetzt wartest, was du für sich nimmst, um nachzudenken, nimm dir für die gute Entscheidungen zu treffen, für klare Entscheidungen zu treffen. Nutze und
logisch denke, aber entscheide trotzdem mit deinem Herz. Denk logisch, denk mit dem Kopf, aber mit dem Herz entscheiden. Weil hier, ich sag mal so, hier war nicht mit Herzentscheidung. Hier war nur, du hast dich, ich vermute, du hast dich vom schönen Fassade verführen lassen. Egal was es das ist, mit Job hat das zu tun, mit Familie hat das zu tun, mit Liebesgeschichte hat das zu tun. Hier spielt keine Rolle, hier könnte alle möglichen Dinge sein. Und heute habe ich zwei Orakel genommen, weil ich hatte Gefühl, mir ist eine zu wenig. Ich lese zuerst, die ich genommen habe und danach noch gemischt. Und wenn ich sehe, dass hier steht schon geplatzte Träume. So wie hier steht. Verblüffend. Nutze deine Zeit, weil du bist jetzt am Überlegen, in sich gegangen. Richte deine Aufmerksamkeit nicht auf Vergangenheit, sondern auf den Moment. Zeit lässt sich nicht mehr zurückholen. Nutze sie jeden Tag. Sehr gute Karte. Und jetzt geplatzte Träume. Ich werde das alles nicht lesen, sonst nehme ich euch viele Zeit, aber ein bisschen schon. Geplatzte Träume. Lasse Enttäuschungen los. Ich lasse los und gebe alles in das Universum. Gebe die Entscheidung Universum. Das Universum dreht sich sowieso um uns. Immer um dich persönlich. Für dich um dich. Für mich um mich. Versteht ihr, was ich meine? Darum lasse deine Schicksal Universum. Alles, was noch in mir gespeichert ist, wandelt sich zurück in vollkommenes Licht. Und was mir gefällt, diese Orakel, das ist eine Rauhnacht-Orakel, mein Rauhnacht-Orakel. Hier steht, du bist das Licht dieser Welt. Strahle hell, strahle weit. Und wie ich gesagt, der treue Freund bist du für dich selbst. Viel Glück, meine Lieben. Ist nichts Schlimmes. Gebrochenes Herz, wir haben alle das mitgemacht. Jeder hat schon in seinem Leben gebrochenes Herz gehabt. Natürlich, manche länger hängen, manche schneller rauskommen. Je nachdem, wie empfindlich und empathisch du bist. Die zweite. So, jetzt nehmen wir die zweite. Ja, und hier, ihr wird lachen. Das ist das, die erste Stapel, nicht passiert. Hier auf dem zweiten. Jetzt, wer hat zweite Stapel gewählt? Du bist vorgewarnt, dass dir diese geplatzte Träume nicht passieren, ja? Enttäuschungen, Wünsche platzen und so weiter. Schicksal spielt jetzt. Lässt du dich jetzt verführen, das ist ein Teufel. Der Teufel spielt jetzt. Siehst du, wie hübsch ist er und wie verführt er dich? Bitte aufpassen. Schau diese Welt nicht mit roter rosa Brille. Zieh Realität, schalte deinen Verstand. Hier sagt, du kannst diese Balance halten. Übertreibe es nicht. Und Rat jetzt, nicht Rat, aber Details zum Beispiel. Handle, wie diese Vogel sagt, Weisheitskarte, oder? Das heißt, suche die Entscheidung, klare Entscheidung, weise Entscheidung. Und diese Schlüssel zu deinem Herz, schau mal, meine Meinung, ich sehe hier, diese Schlüssel zu deinem Herz nicht so leicht geben. Siehst du, die Karte ist schwer. Das heißt, ja, das ist Fisch, aber siehst du, die muss nach oben springen, um ihre Eier abzulegen. Das heißt, wenn dieser junge Mann
in diesem Blick in deinem Leben getreten oder vielleicht von Zeit zu Zeit wirst du bald jemanden kennenlernen. Die Karte warnt dich, lass Zeit und lass ihn, ich meine nicht zappeln, aber dich erobern. Meine Lieben, lassen Männer euch erobern, gebt ihr euch nicht so leicht. Aber das heißt, macht das nicht speziell. Lasst ihr einfach mit Herzen entscheiden. Verstehst du? Und was sollst du tun? Genau, lass ihn um dich kämpfen. Lass zum Beispiel, wenn das nicht ein Mann in deinem Leben ist, etwas anderes. Irgendwie welche Jobangebot oder irgendwie welche Deal oder noch etwas. Lass das richtig überprüfen. Genauso diesen Freund lass überprüfen, wenn das deine neue Liebe ist. Lass das überprüfen, denke logisch und lass ihn ein bisschen schwitzen. Verstehst du? Lass dir Zeit und dieses Angebot, was das ist, überprüfen. Und jetzt, was hier ist, die kleine, diese Kärtchen, kleine Auszeit. Nimm dir ein wenig Zeit für dich, möglichst allein und in einer anderen Umgebung. Ein kleiner Tapetenwechsel wird Wunder. Das heißt, wenn du siehst, dass du irgendwo, weil Teufel, was bedeutet Teufel? Da, wo du dich schon nach gewisser Zeit klammern wirst oder fest sitzt. Zum Beispiel, dir kommt irgendwie welche Angebot, Arbeitsangebot. Ich werde sagen, jetzt kein Mann, kann auch Beispiel Mann sein, aber ich sage jetzt, am Beispiel Arbeitsangebot. Dir wird angeboten, irgendwie welche Job. Wow, schau, wie viel Geld wirst du haben. Ja, du wirst jede zweite Wochenende arbeiten müssen. Du musst da jedes Mal Feiertage, Überstunden machen und so. Aber schau mal, du hast doppelte Lohn, bla 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 und so weiter. Und danach, Haken, wo ist? Dass im Endeffekt später wirst du jede Wochenende arbeiten müssen, weil du große Menge Arbeit bekommst und du nicht schaffst jeden Feiertag, du bist nie für Familie da und dieses Geld, was du verdienst, schon im Endeffekt machen dir keinen Spaß. Verstehst du? Nur ein Last für dich. Das ist das Teufel. Lässt uns verführen, zum Beispiel leichte Geld zu verdienen, ja? Investiere da und da, du bekommst tausendmal mehr und im Endeffekt bekommst du gar nichts. Versteht ihr, was ich meine? Das ist Teufel. Lass dich nicht auf leichte Geld, auf Liebe, die zu schnell kommt zu dir, diese Seelenpartner und so weiter. Und jetzt diese, du bist das Licht in dieser Welt, strahle hell, strahle weit. Blaues Licht, Seelenplan. Blauphase, Einheit, Licht der göttlichen Führung. Vorsichtig mit dem Teufel. Mit allem Sein verbunden lasse ich mich im Schutze der Liebe führen und tue nur rechten Zeit das Richtige. Ich hätte das vorher lesen sollen. So, meine Lieben, entscheide mit dem Herz. Gib den Schlüssel von deinem Herz nur dann, wenn Mensch verdient das hat. Das heißt, nicht übertreiben, jahrelang ihn schmoren lassen. Aber nicht am ersten Tag dich geben. Das zeigt, wie du dich schätzt, so du dich gibst und so du dich präsentierst. Das ist nur ein Wort von mir. Ich wünsche euch, meine Lieben, einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch auch viel Glück heute. Strahlt, strahlt hell und strahlt weit. Ihr seid alle Licht dieser Welt und du bist Licht, hast du in dir. Und schau, dass du dieses Licht noch größer machst. Bis heute Abend, meine Lieben, und ich vermute, das wird ein
Ex-Orakel. Alles Gute, alles Liebe, meine Lieben. Tschüss, Papa, bis später.